Mecklenburger ihren Fisch. Viele Regionen heben sich durch spezielle Köstlichkeiten von anderen ab. Nun soll derartiges auch in der Prignitz geschehen. In Pritzwalk wird daran gearbeitet, die Stadt zur offiziellen Knieperstadt zu machen. In Pritzwalk gibt es zwar einige touristische Attraktionen, keine jedoch, die den Ort einzigartig machen. Das kann nicht so bleiben, dachte sich Gastwirt Horst Fenske. In Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsverein will er erreichen, dass Pritzwalk künftig die Stadt des Knieperkohls wird. An der kulinarischen Spezialität sollen sich nicht nur Einheimische satt essen. Speziell jetzt die Umgehungsstraße Pritzwalk verleitet immer mehr Leute rumzufahren um die Stadt. Und wir wollen sie eben damit mit dieser Aktion in die Stadt, sagen wir ruhig mal, locken. Ne? Und wollen eben, da wir keine anderen touristischen Attraktionen haben, den Knieperkohl der Prignitz so vermarkten, dass wir ihn verstärkt anbieten und mit allem drum und dran. Knieperkohl wird aus Marktstammkohl, Weißkohl und Grünkohl hergestellt. Früher galt das Gericht als arme Leuteessen, heute hat sich Knieperkohl zu einer regionalen Spezialität auf den Speisekarten der Prignitz entwickelt. Und dem Gericht wurde sogar schon eine eigene Hymne gewidmet. Also der Kohl an sich ist ja immer dasselbe. Die Zubereitung des Kohls ist auch ein Hausrezept nach meinem Großvater, von dem habe ich das übernommen, der war Fleischermeister gewesen. Nicht? Und danach bereite ich den Kohl immer zu. Das heißt, er wird bei uns auch hier backen, nicht? Kommt eben heiß aus dem Ofen und wird dann angerichtet. Seinen Kohl bezieht Horst Fenske von Erwin Ewald aus dem Pritzwalker Ortsteil Schönhagen. Hier wächst das, was später auf den Tellern der Gäste landet. Pro Saison erntet Erwin Ewald bis zu 300 Kilogramm, genug, um Gastwirt Fenske damit zu versorgen. Die höchsten Pflanzen werden hier bis zu 2 Meter hoch. Horst Fenske beschäftigt sich aber nicht nur mit der Zubereitung von Knieperkohl, auch die Geschichte der Spezialität hat es ihm angetan. Angefangen hat es damit, dass ich Werbung machen wollte für den Knieper und für unsere Gaststätte. Als Attraktion oder in der Stadt. Ne? Daraus ist immer mehr geworden. Ich hatte dann von einem Bekannten, der verstorben war, die Prignitz-Bibliothek geerbt, die er hatte. Konnte ich sehr viel aus alten Büchern entnehmen und habe mich dann auch im Internet betätigt und habe dann Zusammenhänge gesucht und auch gefunden. Desgleichen habe ich auch viele ältere Herrschaften vom Lande, aus der Stadt gesprochen, Leute, die kamen bereitwillig, haben mir erzählt, ach, wir haben das früher so gemacht und so gemacht. Daraus entstand die Idee, eine Broschüre über den Knieperkohl zu verfassen. Der Pudlitzer Autor Olaf Waterstraat nahm sich der Sache an. Herausgekommen ist dabei letztendlich die Knieperfibel. Auf knapp 50 Seiten gibt es darin alle Informationen über das Prignitzer Nationalgericht. Meine Aufgabe bestand darin, aus diesen vorhandenen Texten ein für Leser, für Gäste der Prignitz interessantes, unterhaltsames, literarisches Produkt zu erstellen. Und gearbeitet habe ich ein Vierteljahr in etwa, nicht durchgängig dran, aber immer wieder. Und ich denke, wir sind da zu einem guten Ergebnis gekommen. Die Knieperfibel gibt es in der Pritzwalker Touristeninformation und bei verschiedenen Gastwirten käuflich zu erwerben. Für 1,50 Euro beinhaltet das Heft auch Knieperkohl-Gedichte, Rezepte und Geschichten. Was ist jetzt für ein Produkt, was wir da als Knieperfibel auf den Markt bringen wollten, interessant, was ist wichtig? Womit kann man auch einen Leser erschlagen? Das habe ich also erstmal alles recherchiert, gefiltert. Dann dieses vorhandene Material genommen und überlegt, wie setze ich das literarisch um. So, dann kam mir die Idee, eine Figur zu entwickeln. In diesem Fall ist es die Knieperliesel geworden, die durch diese Geschichte führt. Mit der Knieperfibel ist die Stadt Pritzwalk ihrem Traum, eines Tages Knieperstadt zu werden, auf jeden Fall ein großes Stück näher gekommen. Die erste Auflage erschien mit 5000 Exemplaren. Ein guter Anfang, um den Knieperkohl auch über die Grenzen der Prignitz hinaus noch bekannter zu machen. In Pritzwalk.